Hallo Freunde, willkommen zurück in Elm Creek. Ich habe letztes Mal Bäume gepflanzt, also letztes Mal jemand hat Bäume gepflanzt. Und die ganze Zeit hat man diese kleinen dünnen Stängelchen da, wo ich denke, irgendwann müssen die mal wachsen. Sie wachsen plötzlich. Aus diesen kleinen Stängeln werden plötzlich Bäume. Da. Und jetzt stehen sie im Weg. Da ist ein Asphalt drin. Man sieht ganz hinten, da stehen eine ganze Reihe Bäume. Ich habe was zu tun. Ich muss auf jeden Fall diese Bäume da wegkriegen. Wahrscheinlich brauche ich wieder einen Anhänger dafür. Den tragen wir das nicht können. Ich werde mal schauen. Wir brauchen ja Holz auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich hätte gerne. Warum kann ich jetzt nicht? Doch, da ging gerade was. Beim Weggehen, da geht. Ich weiß jetzt nicht, was die bringen, diese Bäume. Ich sehe nichts hier, das ist das Problem. Fallen tut er nicht. So hoch wie möglich abschneiden und gucken, dass wir hoffentlich den jetzt entlasten können. Und dass wir ein bisschen von dem Holz brauchen können auch. Denn wir für Paletten und Fässer brauchen wir Holz. Ah, da ist eben das Verschwinden. Ah, siehst du? Also. Muss ich jetzt annehmen, die sind noch zu klein? Müssen die größer werden. Ich meine, der muss weg hier, der stört auf jeden Fall. Mal was wir machen, also der steht mir im Weg. Also. Gehe ich jetzt mal davon aus, ich darf gar kein Holz fällen, weil die Dinger noch nicht groß genug sind. Also müssen wir warten. Wie lange wartet man? Sollen wir wieder ausprobieren? Habt ihr jemand Erfahrung mit Bäumen? Mein Leben kann ich dann auch, dann kann ich die alle nicht fällen. Das ist nicht gut. Also gucken wir, was anliegt. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt anfangen und. Aber ich kann ernten. Oh, ich kann. Oh, ich kann ernten. Ich kann viel ernten. Heimat. Da unten ist. Gut. Also, wir schicken den Drescher mal da runter. So 60. Er kennt die 60 nicht. Wieso kommst du nicht zu 60? Jetzt sagen, ich muss auf die Straße und dann findet er die 60 oder was? Ich habe die 60 dort drin. Ja, er findet die Straße. Das ist ein Trauerspiel. Okay, du fährst zu 60. Was haben wir denn noch? Was ist das denn? Das müsste Gerste sein, okay. Wir haben ja nichts Außergewöhnliches, Gras. Und das da brauche ich nicht zu rechnen. Wir haben nichts Außergewöhnliches, wir können eigentlich alles runterhauen. Was haben wir an Geld? Zu wenig für einen zweiten Drescher. Ich brauche auf jeden Fall einen Abfahrer. Wir hauen alles, ja eigentlich kann alles in die Produktion.
Wir bleiben bei der 60 auf dem Testronrohr alles. Und womit fangen wir jetzt an? Also 60 ist seine Mitte, vielleicht schafft er alles. Wir fangen mit dem hier an, das ist Weizen. Was ist denn grün? Raps, bisher haben wir Raps. Wir können da unten anfangen, wir können wir jetzt weitermachen. Mit der 63 ist Gerste, oder? Das ist Gerste, wir machen Gerste zuerst. Ist eigentlich auch egal. Werden alles in die Brennerei. Erstmal schauen wir, was da reinpasst. Ich vermute, dass ich noch einen zweiten abfahre, das bei der Strecke. Ich hätte auch hier oben anfangen können. Jetzt schauen wir mal. Erstmal muss der da runter. Was meine Tiere machen währenddessen. Können schon ein bisschen Gras gebrauchen. Können ein bisschen Gras gebrauchen. Entschuldigung. Frosch schon aus. 350 haben wir. Achso, von der Sorte. Das Preis, nee, das geht. Junge, was guckst du wieder für Mist? Da ist aber nichts, was man verkaufen könnte. Also. So, du könntest mir eben Gras bringen. Gras kriege ich im Ladewagen. Ja, fahr doch. Problem mit der Anfahrt. Man muss auch schon wieder in die Reparatur. Das ist katastrophal. Sie werden Reparaturkosten hier haben, ist der Hammer. Vielleicht kann ich andauernd neue Traktoren kaufen. Ich denke, so alt ist der doch noch gar nicht. Ich habe gesehen, ja, mit dem neuen Update ist mit Valtra. Ist ein Valtra dabei, großer. Der will mich auch schon reizen. Aber das Geld habe ich nicht. Jetzt viel Geld in diese Brennerei und die ganze andere Produktion gesteckt. Und da ist bis jetzt noch nichts rausgekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier verkaufte, diesen Shop dafür noch bauen soll oder ob mein eigener Shop reicht. Oh, ich hab einiges an Wolle. Kann auch Wolle verkaufen. Ja, hängt wieder unter dem Dach. Ich weiß. Da oben steht Wolle, nix. Da steht nichts an Wolle. Und Wolle ist voll. Da ist voll. So gut ist Wolle, kannst du eigentlich. Jetzt hängt er fest, ist es nicht wahr? Kommt er jetzt nicht raus oder wie? Jetzt.
Heimat. Ich überlege, die Spinnerei und die Textilien, das kann man hier verkaufen. Nämlich kommt da nicht was, nichts mehr rum. So, jetzt halt weg, sonst gibt es heute Abend Rehbraten. Also, er lässt sich sehr, der musste Reparatur, er lässt sich auch sehr schwer lenken. Also er kriegt wirklich Probleme, wenn der zur Reparatur muss. Obstsilo leer machen und ich guck mal eben, was der Drescher macht. Der ist nämlich da. Ich habe gesehen, ich fange unten an. Die Ecke da. Dann kann ich hier unten mich weitermachen. Schon mal. Kann es fast nicht heben, aber es funktioniert das gut. In Ordnung. Dich brauche ich, dich schicke ich parken, den Hänger wenigstens. Obwohl, kannst auch gesamt zur Reparatur gehen, ist auch nicht schlecht. Ach Gott. Komm, das kann ich ja per Hand da eben rüberfahren. Einmal Reparatur, please. Reparatur, okay. Das ist auch gut in Ordnung. Also. Jetzt haben sie Wolle voll. Selbst es ist gerade, ging gar nichts. Jetzt haben sie Wolle voll. Also es gibt nur 0 oder voll. Okay. Dann schicken wir dich parken. So, und du bist dran. Es gibt auch noch Strom. Braucht er gar nicht groß mit parken. Den brauchst du nicht groß wegzustellen, den brauchst du ja gleich wieder. Nur kannst du schnell mal eben die Wolle verkaufen. Dann kannst du runter Stroh aufsammeln.
Also sie haben mehr Power-Detraktoren, aber ein Anfahrtsgeschwindigkeit, das ist katastrophal, das dauert alles auch. Auch das Kurve fahren, das geht sehr schwer. Und dann fahren sie zu weit. Was ist das mit der Tastatur? Da fehlt das Fingerspitzengefühl, also geht entweder ja oder nein, da gibt es keine leichten Kurven. Wolle. Es gibt bei Johnson doch mehr. Es gibt mehr bei dem Rollverarbeitung, das ist meine Rollverarbeitung, da kriege ich kein Geld. So, und du darfst jetzt mal weg, du bist da dran, warum ist das da nicht reif? Was soll das? Warum ist das da nicht reif, da in der Mitte und ein Stück? Ein Stück da unten ist auch eine Strafe nicht. Das oben ist noch Gerste. Dann können wir oben den auch noch mal machen. Dann machen wir den oben vorher und müssen hier nachlegen. Gut. Sollte auch kein Problem sein. Sollte es nur kein Auto kommen, damit wir den Drescher da oben durchfahren können. Ich kann aber mit Nachbarn am Zelt vorbeifahren, oder? Gut. Bruchzerstörung haben wir nicht an. Okay, dann bist du noch dran. Dich wollte ich mal eben rüberbringen und den Hänger holen für Saatgut. Den nehme ich als zweiten Abfahrer, denn ich befürchte mal, wenn der andere voll ist, hier hochfährt, der hat die weite Strecke, bis der wieder unten ist. Kann man das weit schon weiter abtanken? Ich glaube nicht, dass wir mit einem Abfahrer da auskommen. So, das Gras ist auch schon wieder reif. Ernten können wir auch schon wieder. Aber keine Zeit, wir müssen erstmal Stroh einsammeln. So. Das können wir verkaufen. Geht. Du stehst bereit, das ist gut. Das funktioniert also. Ist aber mehr im Drescher als in diesen Anhänger reinpasst.
Aber um aufzurüsten brauche ich mehr Geld. Auf jeden Fall. Ach, der braucht auch eine Werkstatt. Na gut, wenn er abfährt, kann ich Werkstatt fahren. Das muss der Hänger sein. Der kann nicht schon wieder in die Werkstatt fahren. Muss der Hänger sein. Sieht alle in die Werkstatt. Oh mein Gott. Dann machen wir das auch noch. Dann mal verkaufen. Fahren mit dem zum Shop. Bringen den Hänger in die Werkstatt. Du bist am Abtanken, das ist auch nicht schlecht. Ja, der Hänger wird noch nicht voll. Haben wir jetzt echt verguckt. Irgendwas war doch voll. Letztes Mal, wo der Hänger voll war. Mit einer Fuhre. Gut, da gibt es auch keinen Stress. Du bist am Abfahren. Das ist auch gut. Hier aber schon mit Geld machen. Geld generieren. Dann machen wir das gleiche wie bei dem anderen. Lassen den als Abfahrer fahren. So, da drüben fehlt auf jeden Fall noch ein Zaun. Das ist, im Moment sieht das so unsauber aus, alles. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Spannend. Er ist langsam. So, der ist immer ganz schön unsauber hier im Arbeiten, wie das aussieht, aber ist egal. Er hat jetzt mal drei. Er kommt noch zurück. Also möglich, dieses Video zu beenden. Wir machen im nächsten Video weiter. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Erzählt es weiter. Abonniert kräftig. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.